Herzlich willkommen bei den Barbecue Brothers. Heute eine ganz besondere Sendung. Wir testen Landmanns Avalon. Und wir zeigen euch vier Wege, einen Holzkohlegrill anzufeuern. Als Food Special wird es einen Spanferkel geben. Viel Spaß mit der Sendung. Heute mit dem Avalon. Schickes Teil, guckt euch das mal an. Viele Details, ich erkläre es gleich. Der Avalon von Landmann. Wir sprechen hier über 23 kW geballte Kraft. Wir haben hier einen genialen Sideburner auf Infrarotbasis. Wir haben hier drei Hauptbrennzonen mit Gasbetrieben natürlich und den Infrarotburner auch mit Gasbetrieben, aber ich erzähle euch die Unterschiede gleich. Als besonderes Highlight auch noch ein Backburner. Hier sehen wir den mittleren Teil. Was steckt noch an diesem Grill? Wir haben hier die Rosterie serienmäßig mit dabei. Genial. Wir haben auch noch serienmäßig eine emaillierte Gussplatte. Von beiden Seiten zu verwenden, sogar als Pfanne. Pilze drauf schmoren, asiatische Sachen, alles möglich. Kann man austauschen, das Rost gegen dieses Element. Wir haben hier eine Warmhalterost. Besonders gut, wenn man mal so ein bisschen länger dauert, man was kurz mal zwischenparken möchte. Das Thema Infrarot. Infrarot ist ja so nicht ganz eindeutig. Was macht man damit? Herkömmliche Gasfelder, 300 bis 350 Grad, kein Problem. Hier sprechen wir über 1000 Grad beim Infrarotbrenner. Was macht man mit einer Infrarotplatte? Man nutzt diese starke Hitze von etwa 1000 Grad, um ein Stück Fleisch ganz scharf anzubraten. Schließen sich schön alle Fasern und wir haben eine schöne Kruste und es kann man dann weiter garen lassen auf den herkömmlichen Feldern. Also da komplett drauf grillen ist eigentlich nicht die Idee dahinter. Wir brauchen starke Hitze, einmal kurz am Anfang oder für ein kleines Finish. Aber aufpassen, keine marinierte Sachen drauf oder fettige Sachen wie Ribeye oder Rumpsteak mit der Schwarte. Wenn das da reintropft, geht es schnell kaputt. Und es gibt einen ganz, ganz hässlichen Geschmack. Also probiert es gar nicht aus, es lohnt sich nicht. Dafür ist er nicht gedacht. Der Backburner. Wofür braucht man den? Speziell eigentlich im Einsatz der Rosterie. Wir haben was eingespannt. Ein Chicken, ein Spanferkel, werden wir noch heute sehen. Wir werden es garen, ganz herkömmlich und zum Finish nochmal kurz mit 1000 Grad auf die Kruste und das gibt einen richtig guten Abgang. Wunderbar ästhetisch, hier die ganze Armaturen. Wir haben das Gefühl, man muss ein bisschen öfters rüberwischen, weil es ist sehr pflegebedürftig, weil alles so schön glänzt und dann auch wieder nicht glänzt. Wir haben aber hier sehr robuste Regler, auch die Haube hat eine doppelwandige Haube, das heißt, wir können da auch wirklich eine schöne Temperatur im Garraum entwickeln. Sehr gut. Den Sideburner mache ich mal kurz an für euch. Gleich sehen wir, wie die Farbe sich wechselt und da wirklich wieder Power drauf ist. Hier sind gerade 23 kW am Kochen, am Brutzeln, am Grillen. Guckt euch auf der Wärmekamera mal an, wie das aussieht. Rechts der Sideburner und die doppelwandige Decke hält eigentlich ganz gut die Hitze ab. Es ist nicht alles Gold, was glänzt. Wir haben auch Mängel gefunden. Ich zeige euch mal was. Wir haben hier den Innenraum. Die Fettauffangschale ist äußerst wackelig, fällt andauernd raus. Bei kleinen Transport, bei irgendwas rein- und rausstellen, man hat schnell Fett in diesem Raum. Nicht gut gelöst, muss sicherer sitzen. Wegen der Sicherheit haben wir hier aber schöne Schlitze, wo das Gas austreten könnte, wenn was mal überschüssig ist. Wofür ist dieses Teil da? Falls die elektrische Zündung nicht funktioniert, kann man damit ein Streichholz nutzen, um das Gerät zu entfachen. Kann hilfreich sein. Eine weitere Macke ist hier die Armatur. Die wackelt wie eine Wanduhr. Landmann, das könnt ihr besser. Wir müssen noch einen Punkt noch erwähnen. Das Thermometer im Deckel hat nicht unsere Ansprüche erfüllt. Das war sehr ungenau, war sehr träge. Ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall dann lieber ein weiteres Thermometer benutzen. Was geben wir diesem Grill? Die kleinen Fehler glauben wir nicht, dass es ein großes Problem ist, weil man kriegt eine Menge Grill für dieses Geld. Es ist alles dabei, eine schöne Abdeckhaube, und zwar eine isolierte Abdeckhaube. Die ganzen Zubehörteile, die Rosterie. Wir zeigen euch heute, dass da auch ein Spanferkel wunderbar Platz findet und dass es richtig Spaß macht, damit zu arbeiten. Der Avalon ist aus unserer Sicht ein Goldgrill. Wir geben Landmann Avalon Gold. Ein weiterer Goldgrill ist auf dem Markt. Ihr wollt euren Grill befeuern? Wir sagen euch wie. Vier Anzündtechniken sagen wir euch heute, wie man einen Holzkohlegrill befeuern kann. Dafür haben wir einen Feuerwehrmann hier, der uns das zeigt. Wir beginnen mit Spiritus.
Was sagt der Barbecue-Weiler dazu? Das darf man zu Hause nicht nachmachen. Der Spiritus verdirbt den Geschmack und zweitens ist es noch gefährlich. Empfehlen wir nicht. Eine zweite Möglichkeit sind Grillanzünder. Wir testen. Ganz klar, sehr funktionell, aber stinkt langweilig. Möglichkeit Nummer 3 ist die Gas Injection. Sehr funktionell, sehr lässig, für faule Griller genau das Richtige. Möglichkeit Nummer 4, Light it on. Kein Kommentar. So, wir testen heute auf diesem Goldgrill nochmal das Spanferkel. Spanferkel sind die Ferkel, die vor der Entwöhnung der Muttermilch geschlachtet werden. Das heißt, alles andere sind Grillferkel. Spanferkel sind nur ganz, ganz junge Ferkel. Und hier haben wir eins. Ich muss zugeben, für die richtigen Griller ist es eigentlich nichts, weil das Ding ist vorgegart. Wir haben die kurze Variante gewählt. Sonst dauert sowas ja schnell 6-8 Stunden. So kann man sich das auch mal zu einem Grillabend zu Gemüte führen. Guten Grill, gute Spanferkel vorgegart, kriegt man beim Cash-and-Carry-Betrieb und kann dann mit einmal durchgaren, circa eine Stunde, wunderbare Erlebnisse feiern mit Rosterie-Einsatz. Ich mache hier die Garkammer auf. Ich hoffe, ich hier auch keine Hack kriege. Machst du zuerst? Ja. Ich bin drin. Jo, ich auch. Wir haben den ganzen Garraum freigeräumt, das Warmhalterost ist raus, die ganzen unteren Roste sind raus, wir haben den Infrarotburner ausgemacht, auch den Backburner ist aus. Wir wollen jetzt garen. Feuer frei für die Rosterie. Das Spanferkel dreht sich alle 30 Minuten einen kleinen Aufstrich mit Butter und immer wieder gerne einen kleinen Schuss Bier rein. Auch gerne mit dem Thermometer die Kerntemperatur messen. Ziel sind 70 Grad Kerntemperatur. Kann man auch 75, aber wenn man es nicht ganz so durchhaben möchte, lieber 70 Grad wählen. Viel Spaß beim Nachmachen!